Hallo, guten Tag. Mein Name ist Markus Rasch. Ich darf Sie im Namen der TICON recht herzlich hier auf den DSAG-Partnertagen begrüßen. Unser heutiger Vortrag trägt den Titel Jetzt mal Klartext: Was ist neu in S/4HANA Finance? Um Ihnen darzustellen, was die SAP hier Neues bereithält, habe ich Ihnen zwei meiner Kollegen mitgebracht: Stefanie Dorn und Christopher Labe. Beide langjährige Erfahrung im Bereich FICO haben sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Was sich mit SAP S/4HANA Finance und Controlling ändert und welche Verbesserungen der Umstieg mit sich bringt, erfahren Sie nun. Mit dem heutigen Termin wollen wir etwas demystifizieren, was ist anders in S/4HANA? It's magic. Gut, ich denke, legen wir gleich mal los mit dem zentralsten Thema hier in S/4HANA. Aus meiner Sicht auch der größte Benefit ist die Verschmelzung von Finanzwesen und Controlling. Aus meiner Sicht, sie verschmelzen zu einer Line of Business und im Prinzip man fasst das komplette Finanzwesen und das Controlling als auch die Ergebnisrechnung in ein funktionales Modul zusammen. Man fasst es auch technisch zusammen, da werde ich dann auch noch mal drauf kommen, was das Thema Datenhaltung in SAP dann betrifft. Und man erweitert dann die Funktionalitäten an dieser Stelle auch um die ganze Ecke und versucht eine Single Source of Truth hier zu bieten. Aus meiner Sicht ist es dann so, und das ist auch der zentralste Punkt, Simplification ist Trumpf. Also das ist wirklich ein Leitspruch, den die SAP sicher auch auf die Fahnen geschrieben hat. Sie möchte an dieser Stelle vielfältig vereinfachen. Viele unterschiedliche technische Lösungen, die sie bisher entwickelt haben im Laufe der Zeit, auch über die letzten Jahre hinweg, vor allen Dingen die Neuentwicklungen, die jetzt auch den technischen Reifegrad haben, dass man sie auch wirklich über die gesamte Linie ausrollen kann und auch dem Kunden als ja sozusagen Pflicht auferlegt, das hier im Prinzip dann als Basis zu nehmen und dann die neuen Kernfunktionalitäten von S/4HANA aufzubauen. Genau, dann Klartext. Was ist tatsächlich das, was die SAP, besonders jetzt im Aspekt unter Finanzen, Controlling, als die Simplifications sieht? Ja, also die Simplifications an sich, ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele rausgegriffen, sind gewisse Grundbausteine, die S/4HANA einfach dem Kunden, wie schon gesagt, als Pflicht auferlegt. Ich habe jetzt hier mal vier Beispiele. Das ist zum einen ist es der Geschäftspartner. Dem hat es vorher, der kam ursprünglich mal aus dem CRM-System, hat es jetzt aber den Weg auch in das normale ERP-System gefunden. Das ist auch zukünftig der absolute Einstieg in jede Kunden-Lieferanten-Beziehung, also alles, was extern vom Unternehmen dann an Kontakt aufgenommen wird, hier als Geschäftspartner abzubilden. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir genau einen Stammsatz haben, egal ob jetzt der Kunde auch Lieferant ist, ob der Mitarbeiter auch Lieferant ist, weil er eine Spesenabrechnung braucht und so weiter. Und das ist auch so ein zentraler Kernfakt hier im S/4HANA-System, wo wir uns auch dann entsprechend hin entwickeln müssen. Des Weiteren haben wir auch das Thema neues Hauptbuch. Also da gibt es dann auch keine Ausreden mehr, nicht aufs neue Hauptbuch zu gehen. Gerade wenn Sie schon ein älteres System haben an der Stelle, war das Hauptbuch damals nicht oder das neue Hauptbuch nicht obligatorisch. Hier ist es obligatorisch. Das heißt, wir haben auch entsprechende Lösungen, was das Thema Ledger-Buchhaltung betrifft, unterschiedliche Funktionalitäten, was Abschlüsse betreffen, Fremdwährungsbewertung und so weiter. Ich denke, alles Weitere würde hier zu tiefgreifend sein. Aber die gewissen Kernfunktionalitäten, die kommen einfach mit vom neuen Hauptbuch und dementsprechend nutzt man das quasi bei der Conversion einfach mit. Ja? Das kommt einfach ganz automatisch. Ja? Aus meiner Sicht der zentralste Bereich, der jetzt sowohl in den Bereich Controlling reinspielt, als auch in den Finanzwesenbereich, ist das Material Ledger, das hier in einem S/4HANA-System obligatorisch ist. Also ich komme ohne Material Ledger an der Stelle nicht aus. Also ich muss aufs Material Ledger konvertieren. Macht die Conversion automatisch mit. Und da habe ich dann unterschiedlichste Möglichkeiten,
Da gehen wir dann auch noch später darauf ein, was das Material Ledger ausmacht. Und ja, auch so eine Kernfunktionalität. Und dann zum Schluss auch ja, die neue Anlagenbuchhaltung. Das heißt, die Finanzbuchhaltung ist dann stärker mit der Ledger-Buchhaltung verzahnt. Insbesondere bei Unternehmen, die sehr weltumspannend aufgestellt sind, die vielen unterschiedlichen Ländern unterwegs sind, ist das tatsächlich ein Mehrwert. Und man kann auch sicher sein, dass jetzt gerade mit dieser technischen Lösung dann auch alle Gesetzmäßigkeiten in den unterschiedlichsten Ländern, egal ob jetzt in China, Südamerika, auch in den südlichen europäischen Ländern, problemlos abbildbar sind. Ja, somit ist tatsächlich so diese sogenannte Simplification vereinfacht gewisse Dinge, wo früher parallel beispielsweise so mit einem klassischen Hauptbuch und mit einem neuen Hauptbuch Lösungen eine Koexistenz hatten, hat die SAP tatsächlich eine Entscheidung getroffen und hat auf die moderne, umfangreichere Funktion gesetzt, ja, und zwingt in gewisser Weise den Kunden dazu, diese Funktionen zu nutzen. Die sind aber aus unserer Sicht wirklich essentielle Funktionen, die richtig Mehrwert und ja, bringen und auch dann im tagtäglichen Business Spaß machen. Genau, also erstens macht es Spaß und zweitens kann man sagen, dass genau diese Lösungen einen technischen Reifegrad erreicht haben, wo sich der Kunde sicher sein kann, gerade mit den jetzigen Einführungsprojekten, die zukünftig kommen, mit dem 2020er System, mit dem 2021er System, auch die nachfolgenden Releases, dass man sich auf jeden Fall darauf verlassen kann, dass das passt. Ja, da passt es eh ganz gut. Themen wie Universal Ledger, Single Source of Truth, man hört's, es ist in aller Munde. Jetzt wollen wir das Ganze mal demystifizieren. Ist das tatsächlich so eine Marketingkampagne von der SAP oder steckt da wirklich Magic dahinter? Naja, also es ist alles andere, aber kein Marketing-Gag. Hier sprechen wir tatsächlich von dem Neubeginn. Ja? Sogar das beginnt schon bei der Datenbanktechnik. Ja, also mit der HANA Database, ja, die S/4HANA eben Voraussetzung hat, sprich die komplette Datenhaltung eher im Arbeitsspeicher anstatt auf Festplatte. Und hört jetzt hier beim Finanzwesen auf im Bereich der Single Source of Truth. Das heißt, man führt alle Daten in genau einer Tabelle zusammen. Wenn man sich überlegt, wie viele unterschiedliche Daten, also und auch die Verwendungszwecke für die Daten, dann letztendlich das alles zusammenzuführen in eine einzige Tabelle und diese einzige Tabelle dann letztendlich alle Informationen in der 360-Grad-Sicht aufs Unternehmen bietet, dann ist das wirklich ein Meilenstein. Und wir haben es jetzt hier auf der Folie schön zusammengefasst. Wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, also das Finanzwesen, das Controlling und die Ergebnisrechnung, die COPA, mit den unterschiedlichen Facetten, wie zum Beispiel jetzt die Rentabilität-Rechnung, das Hauptbuch, die Anlagenbuchhaltung, Material Ledger, interne Rechnungswesen, führe ich alles zusammen in genau einer einzigen Tabelle. Und das ist die ACDOC-A. Und diese ACDOC-A sorgt letztendlich dafür, aufgrund ihrer unfassbaren Breite, ja, also die Tabelle ist sehr, sehr breit. Das heißt, ich kann sehr, sehr viel Information drin speichern, auch mit unterschiedlichen Verwendungszwecken und die dann multidimensional auswerten. Es können im Prinzip zwei Vorteile mit dazu. Erstens, ich speichere alles an einem Ort und zweitens, ich habe eine Technik, mit der ich sehr schnell und übergreifend dann über die gesamte Datenmasse dann auch auswerten kann. Wenn man sich das überlegt, ich habe jetzt vor kurzem erst einen Kunden live genommen, mit entsprechenden Produktionswerken, auch mit richtig Kapazität, ne, was das Thema Produktion betrifft. Da haben wir im Monat ungefähr 10 bis 15 Millionen Einträge in der Tabelle. Aber trotzdem, die Auswertung und auch die Arbeitsgeschwindigkeit mit S/4HANA, so. Ja, also das ist einfach... Das ist einfach ein Meilenstein, der hier gegangen wird. Und man sieht jetzt hier in unserer Übersicht, ich habe sowohl die Funktionalität eines Anlagenspiegels, also die Datenhaltung für den Anlagenspiegel, als auch Materialbestandswerte, als auch Bilanz G&V und auch die Ergebnisrechnung, alles in einer Tabelle. Und somit bilde ich alles als integrierten Bestandteil ab. Und die COPA,
Die gibt es in dem Sinn nicht mehr, sondern sie wird durch die COMA ersetzt. Also alle separaten Tabellen zur Ergebnisrechnung, die werden ersetzt durch diese AC-DOCA. Ja, die SAP hat es ja tatsächlich genutzt, diesen Meilenstein von normalen relationellen Datenbanken eben zu dieser In-Memory-Datenbank zu nutzen und hat sich tatsächlich von einigen Tabellen getrennt. Durchaus. Also das heißt, die tun wir jetzt auch mit gewissen Auswertungen, mit Analysen am System, tun mir wesentlich einfacher, weil ich gewisse Kernfunktionalitäten, Kerntabellen weiterhin verfügbar habe, auch in der Granularität, aber die ganzen Indizetabellen wegfallen und trotzdem aber die Arbeitsgeschwindigkeit immer noch top-notch ist. Ja, so kann man tatsächlich auch Reportings, die man nur einmal im Monat machte, beispielsweise täglich ausführen, weil es einfach kein Thema mehr ist. Das Ding ist so schnell, ich gehe hin, drücke aufs Knöpfchen und dann wird mir das Ganze reingelesen, ja, live. So, jetzt waren wir ein bisschen technisch unterwegs. Ja. Jetzt hätte ich gerne noch ein paar Beispiele, wo wir sagen, wo sind tatsächlich Mehrwert, welche Funktionen sollte man im S4HANA kennen, was bringt wirklich Benefit? Tatsächlich ist es so, dass es eine sehr einschneidende Veränderung ist, dass die COPA wird abgelöst durch die COMA, weiterhin umschrieben mit der Markt- und Ergebnisrechnung, aber jetzt nicht mehr die COPA, Profitability Analysis, sondern mit der Margin Analysis, COMA. Und hier jetzt mal kurz skizziert, was bei unseren Kunden bisher gängig war. Das ist die kalkulatorische COPA und diese jetzt eigentlich im Rahmen von der Transformation hin zur buchhalterischen COMA dann passieren soll. Das ist auch jetzt bei allen Neueinführungsprojekten, die wir jetzt vor kurzem gemacht haben, auch ja, unsere Empfehlung, das Ganze mit der buchhalterischen COMA zu machen. Wenn man das mal vergleicht, die kalkulatorische COPA, da wurden die Werte und Mengen in sogenannten Wertfeldern abgelegt, wurde das Ganze dann noch mit Merkmalen angereichert und letztendlich habe ich damit nur eine Darstellung in der, im Umsatzkostenverfahren möglich gemacht. Das ist aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage ist es zeitgemäß, das Ganze auch im Finanzwesen abzubilden. Alleine schon aus dem Grund, weil ich zwischen der Finanzbuchhaltung und dem Controlling keine Abstimmungsarbeit mehr leisten will. Und somit gerade im Monatsabschluss kann ich das dann sukzessive beschleunigen, weil eben diese Abstimmungsarbeiten dann entsprechend wegfallen. Wenn wir diesen Transfer her, kalkulatorisch, buchhalterisch, ne, das kennen wir irgendwo schon her. Ja? Tatsächlich ist die buchhalterische COMA jetzt kein komplett neues Konstrukt, sondern es ist eine Erweiterung der bisherigen COPA mit der buchhalterischen COPA mit genau den Mitteln, die den Kunden immer gefehlt haben. Und das ist zum einen ist es das Thema Anreicherung von Daten gemäß Elementeschema, dass ich zum Beispiel Faserkosten, Personalkosten und so weiter separat ausweisen möchte, das mit der buchhalterischen COMA jetzt zukünftig möglich ist. Und ich kann sowohl mit der buchhalterischen COMA im Gemeinkostenverfahren, im Gesamtkostenverfahren und im Umsatzkostenverfahren entsprechend auswerten, ohne Probleme. Und ich kann die Aufsplittung des Wareneinsatzes, also meine Costs of Goods Sold, mit der Kostenschichtung entsprechend auflösen und das dann auch wieder in der buchhalterischen Darstellung darstellen. Und dadurch, dass ich das alles zentral mache, auf einer Datenbank, Single Source of Truth, Universal Ledger, habe ich einen Ergebnisbericht, der immer, und zwar immer, mit der Finanzbuchhaltung übereinstimmt. Und hier hat es tatsächlich die SAP geschafft, diese beiden Welten zu vereinen und sowohl die konstante Buchhaltung, die eben das externe Rechnungswesen mit sich bringt, und die flexible Buchhaltung, wie das ja. Man nennt, die das Controlling benötigt, zu schaffen und eben in diesem Universal Journal das super abzubilden. Ja, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, das Thema Material Ledger.
eine Funktionalität, die sehr unterschätzt war. Ich habe zusätzliche Funktionalität, die auch für Einführungen in bestimmten Ländern und auch für Echtzeitanalysen einen tatsächlichen Mehrwert bietet oder vielleicht auch der tatsächliche Schritt sind, jetzt endlich diesen Rollout in dieses Land zu machen. Es gibt eine Aktivierungspflicht in S/4HANA. Ich kann parallele Währungen nutzen, ich kann Echtzeitanalysen nutzen. Jetzt beispielsweise parallele Währungen, ich kann in bis zu 3 Währungen meine Materialbewertung führen. Ist zum Beispiel für Länder in Südamerika oder in China gang und gäbe, dass man das machen muss. Ich sehe auch zum Beispiel Inflationseffekte und ich unterstütze auch meine parallele Rechnungslegung dadurch, wenn ich jetzt beispielsweise eine lokale Bewertung habe und eine Konzernrechnungslegung. Und ich kann Echtzeitanalysen fahren. Mit Mengen- und Wertefluss. Ich kann die Preisentwicklung und die Varianzen entsprechend besser auswerten. Und ich kann es vor allen Dingen in sehr granular auswerten, auf jeder Einzelbelegebene, ohne dass ich jetzt große Hürdensprünge machen muss. Hier fällt mir tatsächlich ein, jeder, der mal mit dem Wirtschaftsprüfer zusammensaß und die Materialpreisentwicklung in den vorherigen Funktionen nachzuvollziehen und da plausibel zu erklären, wie das passiert ist, weiß diese Funktion sehr zu schätzen. Man hat tatsächlich eine super transparente Kalkulation. Man sucht nicht mehr lang seine Belege, sondern sagt wirklich, dieses Material in diesem Buchungskreis, wie hat sich das entwickelt, welche Warenbewegungen waren, wie hat sich der gleitende Durchschnittspreis verändert. Ja. Herrlich. Ja, also aus unserer Sicht heutzutage auch ein Must-Have und auch für einen Wirtschaftsprüfer ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und daneben, also nachdem man quasi dieses Material Ledger aktiviert hat, hat man ja zusätzliche Funktionalität bekommen. Und da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Ist-Kalkulation oder im Actual Costing. Das bekommt man quasi kostenlos mit dazu, wenn man es nutzen will. Also man muss es nicht nutzen, man kann es nutzen. Und das heißt, ich kann mir quasi die tatsächlichen Costs of Goods Sold für ein Material, für eine gewisse Bewertung oder für einen Warenausgang im Prinzip nachkalkulieren lassen. Und somit bin ich quasi nicht mehr auf diese Varianzen angewiesen, jetzt beispielsweise im Bereich der Produktion. Wenn ich dann meinen Fertigungsauftrag abrechne, habe ich dann diese Varianzen entsprechend ausgewiesen und diese Varianzen gehen dann wiederum in die Cost of Goods Sold ein. Also das ist tatsächlich Ist-Kalkulation at its best und das ist quasi ein kostenloses Tool, das man hier dann im Material Ledger mitnutzen kann. Und dann auch natürlich die parallele Bewertung. Ich habe eine legale Bewertung, ich habe eine Konzernbewertung, je nachdem, welche Optionen das ich da brauche, bis zu 3 Währungen. Und ich kann die parallele Rechnungslegung unterstützen und die Transferpreise für die Inter- und Intercompany-Verrechnungen auch entsprechend ausweisen. Also das heißt, da bin ich auch wieder bei den Nachweispflichten State of the Art. Ja, wenn wir schon bei Beständen sind, sind wir in der Aktiva unterwegs. Gehen wir zum nächsten großen Wert. Anlagenbuchhaltung. Hier auch Universal Ledger Schlagwort. Ja, also das wird uns immer wieder begegnen bei fast allen Themen. Also ich habe eine Realtime-Integration ins Material Ledger. Egal welcher Bewertungsbereich, das ich künftig buche, jeder Bewertungsbereich wird immer live mitgebucht. Ich habe keine Monatsabstimmarbeiten mehr, Stichwort ASKB, um die ganzen periodischen Verrechnungen zu machen. Das heißt, mein Abstimmbedarf tendiert gegen Null zum Monatsende. Und ich habe im Prinzip alle Echtzeitbuchungen sofort mit dabei. Ich habe Multi-Gap-Anforderungen, die ich da umsetzen kann. Ich kann parallele Währungen ausbilden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Buchungskreis habe, der beispielsweise 3 Währungen führt, dann führe ich diese Umrechnungen alle gleich live mit. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Mexiko. In Mexiko muss ich als Hauptwährung den mexikanischen Peso führen. Dann habe ich meistens noch, weil wir sind ja meistens in Europa, eben hier eine Konzernrechnungslegung in Euro und dann auch die Indexwährung in US-Dollar, die ich gleichzeitig führen muss aus bilanztechnischen und gesetzlichen Gründen. Und das kann ich hier einfach mitmachen. Ja, nächste super Sache, die Accrual Engine. Hier geht es tatsächlich um Abgrenzungsbuchungen, Themen wie aktive Rechnungsabgrenzung, passive Rechnungsabgrenzungen, was immer so
ja, häufig zum Monatsabschluss gemacht wird, dann wirklich erst abgegrenzt, wenn es soweit ist. Hier mit der Accrual Engine kann man tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo man die Information hat, alle Informationen dem System geben und diese stupiden, lästigen, monatlichen Themen kann man dem System überlassen. Und hier werden einfach auch Fehlerquellen eliminiert. Man gibt ein, es ist die Laufzeit eines Vertrags von bis, dann werden genau in diesem Zeitpunkt die Abgrenzungen durchgeführt und nicht irgendwo, wo man sagt, okay, da werden Excel-Listen nochmal geführt, dann wird vergessen, die Zeile zu löschen, weil es nächste Monat ist und so weiter und so fort. Und man hat wirklich zu dem Zeitpunkt, wo man die Information hat, kann man das eingeben. Gibt auch diese Purchase Order Accrual Engine. Mhm. Da geht es tatsächlich schon in den Bereich mit der Bestellung. Da kann derjenige, der tatsächlich die Ware beschafft, die Information schon eingeben. Insofern auch kein Zickzack mehr mit Informationsweitergaben an die Buchhaltung, dass die dann die Abgrenzungen richtig macht, sondern wirklich zum Zeitpunkt, wo die Information vorhanden ist, wo die Information wirklich ursprünglich herkommt, kann man da das alles hinterlegen. Mhm. Das ist ja ein gewaltiges Tool. Ja. Dann haben wir noch etwas Schönes für den Abschluss, das auch etwas beschleunigen kann. Oder ja, aufhalten. Etwas. Ja, gut, es kommt drauf an, es ist halt eine gesetzliche Notwendigkeit. Da kommen wir nicht drum rum, aber letztendlich auch diesen integrativen Charakter von S/4HANA eben nochmal stark zu beleuchten. Wir haben es jetzt mal gegenübergestellt. Auf der linken Seite sind jetzt hier die technischen Lösungen, die SAP ECC bietet, also sprich das ERP, und rechts die Möglichkeiten, die zusammengefasst dann in einer SAP S/4HANA spezifischen Lösung dann tatsächlich einen echten Mehrwert bieten. Aber man hat zukünftig den Ansatz gefahren, okay, wir denken das einfach nochmal komplett neu. Wir denken das auch jetzt mal vom Grunde weg. Auch wieder Universal Ledger. Wir haben eine ACDOC A für unsere Actual Data, wir haben eine ACDOC P für unsere Plan Data und wir haben die ACDOC U für die Konsolidierung. Und diese drei Elemente zusammengefasst geben letztendlich dann die Funktionalität fürs S/4HANA Finance for Group Reporting. Und als unterstützende Maßnahme flankiert noch von der SAP S/4HANA BPC, also eine spezielle Edition dazu, um das Ganze dann noch BI-technisch zu unterstützen. Ja, hier auf der Folie sieht man tatsächlich so die großen Benefits. Die beiden Welten, Finanzwesen, Controlling, wachsen zusammen. Dadurch schafft man mehr Transparenz, eliminiert Abstimmungsaufwand, also Verständnisfragen zwischen Finanzwesen und Controlling. Und auch, wie es hier dargestellt ist, unser größter Benefit ist tatsächlich das einfachere Reporting. Ich brauche nicht mehr über Summentabellen und 20 Einzeltabellen und so weiter und so fort. Ich habe wirklich meine zentralen Tabellen, also hauptsächlich die ACDOC A, wie mehrfach erwähnt. Die ist toll. Ja, ich finde sie einfach Meilenstein. Ja. Vielleicht haben wir die Arbeit schon. Ja, und da können wir unsere Begeisterung nicht verstecken darüber. Nee. Nein, es hört sich tatsächlich sehr technisch an, ist aber wirklich im Reporting, wenn man sieht, da kommt Begeisterung auf. Hier haben wir nochmal kurz zusammengefasst, was wir so als Highlights im S/4HANA Finance sehen. Es gibt aber immer noch sehr viele Weiterentwicklungen. Die SAP ist da wirklich fleißig am Weiterentwickeln. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, welche Features mit den neuen Releases kommen, die ja jedes Jahr kommen. Genau, meistens so um den September rum, dass wir dann auch von unserer Seite her bei der T-Con ein neues Demosystem bekommen mit dem aktuellsten Release-Stand, dass wir auch hands-on an das System drangehen können. Es gibt auch eine sehr große Simplification-List dann immer dazu, welche Funktionalitäten jetzt neu mit dazugekommen sind. Und man konnte wirklich sehen, jetzt die ersten Einführungsprojekte hat man begonnen mit 17.09, dann mit 18.09, 19.09, 2020 und jetzt 2021, in welcher Geschwindigkeit, dass die SAP auch hier voranschreitet und die Kunden dann auch zu den technischen Neuerungen bringen möchte.
Ja, technische Neuerungen ist ein gutes Stichwort. Ja. Ein Schlagwort haben wir jetzt bisher noch eigentlich komplett ausgelassen. Ja. Fiori. Oh ja. Fiori, die meisten wissen es, ist ja die neue Oberfläche im SAP, also diese klassische SAP GUI, ja. Kann tatsächlich aus meiner Sicht jetzt sterben irgendwann. War ich auch lange skeptisch, aber inzwischen ist Fiori wirklich so, dass man sagt, es ist eine tolle Oberfläche, die ist fürs Tagtägliche nutzbar. Was erwartet uns da im Finance? Warum ist das tatsächlich besser als SAP GUI? Also es gibt jetzt vor allen Dingen im Fiori neue Kernfunktionalitäten, die aus meiner Sicht ganz entscheidend sind, vor allen Dingen im Bereich Embedded Analytics. Ja, auch so ein Schlagwort, das immer wieder fällt. Und Embedded Analytics nutzt ganz offensiv und ganz exklusiv auch die Fiori-Oberfläche. Da komme ich jetzt mit dem normalen SAP GUI, so wie ich ihn bisher kannte, nicht dran. Ist vielleicht auch eine gewisse Gewöhnungssache, ja. Definitiv. Aber man kann sagen, dass die Funktionalität, die hier eingebettet ist, auch wirklich einen deutlichen Mehrwert bietet. Und Sie sehen jetzt hier im Screenshot zum Beispiel das Anlagengitter. Das Anlagengitter ist letztendlich umgesetzt in Embedded Analytics, lässt sich auch direkt die Daten aus der AC-Doc live runter. Und hat den zusätzlichen Vorteil, dass es auch Business Warehouse-Funktionalitäten bietet und das völlig ohne zusätzliche Konfiguration. Ich habe eine absolute Vielfalt an unterschiedlichsten Funktionalitäten und auch Standard-Reports, die ich einfach out of the box nutzen kann. Und ich habe eine flexible Auswertung mit den modernen Reporting-Möglichkeiten. Also unterschiedlichste Möglichkeiten, entweder jetzt hier zum Beispiel auf der Fiori-Oberfläche, ich kann Analysis for Office verwenden, ich kann das Ganze auch später dann an die SAC anbinden, an die Reporting-Funktionalität. Im Prinzip bekomme ich mit einem S4HANA-System Core-BW-Funktionalität einfach mit dazu. Also keine separate Hardware. Nein, keine das separate ganze Hardware. Excel runterladen, dann wieder eine Pivot-Tabelle, um irgendwie die Daten drehen zu müssen oder können. Das sparen wir uns lieber. Ja. Kann man im System machen. Also ich hoffe, Sie kriegen genauso viel Freude an S4HANA wie wir. Ich denke auch. Also nicht nur ein Meilenstein für unsere Kunden, sondern auch ein Meilenstein für uns als die T-Con. Und wir beide leben auch das Accounting. Wir brennen dafür und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Also, bis hoffentlich bald mal live. Ciao. Tschüss. Wow, vielen Dank Stefanie und Christopher für diesen tollen Überblick. S4HANA hält ja wirklich viele Highlights bereit. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, von diesen Highlights profitieren wollen, sprechen Sie uns einfach an. Nutzen Sie für Fragen das Chatpanel oder unsere Kontaktinformationen.